Hallo Imkerfreunde, Naturfreunde, jetzt sind wir wieder bei mir, wieder bei meinen Bienen. Heute schaue ich meinen Ableger nochmal durch. Was ich festgestellt habe, die Biene ist sehr ruhig. Die Biene ist ja kaum am Leben und Folgen sind es, dass die Bienen hungern. Die Bienen haben nicht mehr die Kraft, weil die kaum Futter haben. Gerade die Ableger, die mit der jungen Biene belegt sind, die können sich kaum bewegen. Als Beleg dazu nehme ich auch von dem nächsten Ableger, den ich hier habe, einfach ein bisschen Futter mit. So, das ist der frische Nektar, der hier ist. Den Nektar nehme ich mir auf die Hand, auf die Finger und wir werden sehen, wie sich die Bienen verhalten. Hier. Das ist jetzt mein Nektar. Komme ich auf die Bienen zu und dann sehe ich, wie die Biene mein Nektar aufnimmt. Wie die Bienen verhungert sind, wie die Bienen kaum Kraft haben, um zu leben, die kämpfen ums Überleben. Daher meine Bitte an alle. So, hier haben noch ein bisschen Wachs zusammen. So, schaut euch das an. So verhungert ist die Biene. Die Biene hat ja kaum Kraft zum Leben, weil draußen ist ja gar nichts. Daher meine große Bitte ist, schaut euch die Völker, die vielleicht auch hungern, schaut euch die Ableger, die hungern. Wenn wir die Bienen im Herbst, Winter haben wollen, dann bitte heute. Heute der Biene helfen, weil morgen vielleicht wird es zu spät sein. So hängt sich die Biene an dem Futter. Es geht ja nicht um Angst. Es geht ja nicht um Überwindung von Angst, es geht ja nur um zu zeigen, dass die Bienen ja kaum Chance haben zu überleben, wenn die uns nicht haben. Das ist jetzt Beweis. So, und dann kommen immer mehr, natürlich alle wollen davon haben. Ich werde natürlich gleich reagieren. Ich werde gleich aus dem Ableger daneben, wo die Bienen dann sehr viel Nektar aufgesammelt haben, ein Rindchen abklopfen und hier dazugeben, dass wir morgen, übermorgen, die kleine Biene, die jetzt hier ist, die jetzt nach dem Futter sucht, aber leider nicht in der Lage ist, wegzufliegen, nicht in der Lage ist, die Kraft zu haben, hinzufliegen und zurückzukommen. Dem müssen wir alle miteinander natürlich helfen. So, also die sind jetzt ganz, ganz verrückt nach dem bisschen Nektar, was die jetzt gerade bekommen haben. Ich werde dann auch natürlich gleich sofort reagieren und auch die andere Ablege gucken. Weil so wie hier, denke ich mir, ist gerade bei den kleinen Ablegen die Situation auch so, dass die Biene sich dann auch selbst nicht mehr helfen kann. Die Wirtschaftsvölker,
Bei mir sind okay, wir haben Nektar. Ich habe hier Rapsfelder links um mich herum in diesem Jahr. Mag ich eigentlich nicht Rapsfutter. Ist gerade für diese Zeit Honig und die, meine Haupternte kommt erstmal. Akazie, Brombeer, Himbeer und Linde. Daher die Versorgung ist da, aber die Ablege. Die Ablege möchte ich, dass wir alle uns angucken. Und wie das alles ist, wie das alles sich entwickelt, zeige ich euch in dem nächsten Video. Kopf hochhalten und schauen, dass die Bienen erstmal Futter haben. Futter ist A und O und Kampf gegen die Varroa kommt als nächstes. Vielen Dank, liebe Grüße, eure Josef. Tschüss!